Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Paartherapie-Optionscoach, Psychologe, diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir ja ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir reden ja oft über Liebessucht hier. Also denkt immer mal dran, auch bei der E-Mail heute, dass meine Definition von liebessüchtigen Beziehungen ist, von toxischen Beziehungen ist, dass du liebessüchtig wirst. So, ne? Ich habe da nicht so eine breite Definition, wie es jetzt mittlerweile ist. Es ist immer alles ist toxisch, ist ja auch egal, kann ja jeder. Benutzen wir, er will das Wort, aber ich persönlich würde es immer gern, wie ich das immer gemacht habe, aufbewahren für liebessüchtige Beziehungen, weil das einfach das größte Grauen produziert. Und liebessüchtige Beziehungen können und auch gar nicht selten entstehen, obwohl man fast keinen Kontakt hat. Also gerade dann, denke ich manchmal, können sie entstehen, weil wir wissen ja, liebessüchtige Beziehungen sind Fantasiebeziehungen. Ne? Das hat nichts mit der Realität zu tun und man malt sich da irgendwas aus, kann man auch ganz gut sehen in dieser E-Mail, glaube ich, ja, was nie da war und betrifft dann häufig auch Menschen, die schon in ihrer Kindheit viel mit Fantasie gearbeitet haben. Und wer in der Kindheit viel mit Fantasie arbeitet, der ist nicht so ein kreativer Mensch, sondern der hat häufig, war das eine Flucht so, ne? Und gut, das schauen wir mal, wie das in dieser Mail ist. Ansonsten, neues Buch kommt raus, schon Platz 3 bei Ratgeber für Frauen. Wahnsinn, Feuer und Flamme. Ich habe noch keinen, es war ein bisschen Chaos wieder mit den Büchern verschicken. Ich habe noch kein Exemplar in der Hand, aber es kommt jetzt nächsten Mittwoch raus. Und heute Abend bin ich übrigens auch nochmal, also ganz unabhängig jetzt vom Buch, bin ich auch nochmal live um 19 Uhr. Einfach mal so, kannst du gerne dazukommen, also jetzt am Donnerstag. Okay, soweit das mal. Und ja, also folgende Frage von einer Dame. Ich habe vor knapp 3 Jahren in einem Forum einen Mann aus einem anderen Land kennengelernt. Erst haben uns unsere Traumata schriftlich verbunden, dann kamen Gefühle hinzu. Ja, also Mann, also das könnte man jetzt ersetzen mit Mann im anderen Land beim Gefängnis. Also das sind so Sachen, die sind bekannt dafür, wenn es da eine Anfälligkeit vielleicht auch für gibt, krasse Liebessucht auslösen zu können. So, ne? Weil wenn du jemanden nicht siehst, dann kannst du dich, habe ich auch schon erlebt, du kannst dich schriftlich super mit jemandem verstehen und wie gesagt, in ganz viel Fantasien gehen. Und ich kann da nur jedem von abraten, der weiß, der hat da irgendwie mit Liebessucht ein Thema, also dieses Verzehren nach jemand und krasse Verlustangst. Und kann ich nur abraten, jemanden zu daten, der nicht räumlich verfügbar ist. Das ist, kann ich nur von abraten, wirklich. Ich habe ihn zweimal in 2022 besucht. Zweimal in 2000, das ist ein Jahr her. Sonst gab es aufgrund seiner finanziellen Situation und des Jobs und zweier Breaks, der erste durch mich, keine Treffen. Ich weiß nicht, wie lange du bei mir bist. Das ist all das, was wir bis jetzt gehört haben, ist, was ich nicht empfehle, wo ich euch nur raten kann. Lasst es. So krasse also ich habe nichts gegen Fernbeziehungen, wenn man sich jedes Wochenende sehen kann. Aber sowas, lasst es. Wirklich, das erzeugt nur Leid, wirklich. Und ja, er war virtuell quasi 24 Stunden täglich bei mir. Es gab keinerlei negative Anzeichen. Ja, aber es zählt alles. Ich weiß nicht, ich will auch jetzt nicht zu hart sein, will ich auch nicht triggern, aber für mich zählt das nicht. Für mich zählt nur persönliche Treffen. Alles andere ist für mich Fantasie. Ich will jetzt nicht sagen Bullshit, weil in dem Moment gibt einem das ja was, aber ist für mich nichts. Also klar, eine Beziehung, wo man sich täglich, wo man sich regelmäßig sieht und schön textet, alles gut. Aber das ist für mich super gefährlich, so, ne, was du ja machst, also im Sinne von Erzeugung von Liebessucht, so. Es gab keinerlei negative Anzeichen und dennoch kämpfte ich nach einer Weile ständig mit Verlustangst und Eifersucht, die ich leider in Form von Verdächtigungen an ihm ausließ, aber parallel professionell angehe und die Gründe mit ihm offen besprochen habe. Ja, jetzt haben wir folgendes Problem. Also, es kann sein, dass du jetzt wirklich auch, mal abgesehen davon, dass es Horror-Dating-Prozess ist, wo man sich nicht sieht, also ich kann das wirklich nur massiv von abraten, so, ne?
Aber gut, ich meine, wie soll man keine Verlustangst kriegen, wenn man jemanden gar nicht trifft? Also, und so eine Fantasie, ja, das ist, für mich ist eine Fantasiebeziehung, so, ne? Und die wird dann noch mehr gefüttert durch diesen vielen virtuellen Kontakt. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, warum verdächtigst du ihn irgendwas, was gar nicht stimmt? Aber ich kann es nicht sagen, weil vielleicht nimmst du ja was auf, was korrekt ist. Vielleicht nimmst du einen Vibe auf, der korrekt ist. Und wenn ich jetzt höre, auch so anderes Land, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch, also nichts gegen andere Länder, aber ich sag's jetzt mal so, vielleicht hat er auch andere Interessen, ich weiß es nicht. Die Welt ist einfach teilweise ein dunkler Ort, ne? Was soll ich sagen? Wollte es nur mal gesagt haben, so, ne? So, aber gut, dass du da Hilfe holst, das würde ich sowieso mal sagen, wenn ihr so krass mit, wirklich richtig krass mit Liebeskummer zu kämpfen habt oder eine krasse Liebessucht, wirklich gut auf, sehr gut mit jemand vor Ort auch zu sprechen, der natürlich idealerweise auch Expertise darin hat. Es folgten widerliche Streits, er blockte mich ständig, wurde verbal aggressiv und beleidigend. Also nicht nur, dass ihr euch nicht seht, er behandelt mich auch noch schlecht, ne? Das ist, also deswegen, ich kann euch immer, also alle, die länger auf dem Kanal sind, wollten wirklich Modul 1 machen, ne? Umprogrammierungs-Liebeschips, das ist dieses nicht nur, ist dieses ganze Konzept von Standards und Dealbreakern, dieses subtile Spiel von Verlustangst und Bindungsangst und ja. Und man muss sich einfach irgendwann zu dem Punkt kommen. Für mich ist dieses Konzept von Standard und Dealbreaker ist genial, weil du immer überlegst, wie möchte ich behandelt werden? Du überlegst nicht, warum ist jemand so? Hat er eine schlechte Kindheit gehabt? Sondern du überlegst, ja, will ich so behandelt werden? Nein, will ich nicht. Tschüssikowski. Ich meine, ich weiß, das ist schön. Ist wirklich schön, gerade wenn man sich viel alleine fühlt, immer so ein virtuellen Freund zu haben, mit dem man immer texten kann, aber es ist irgendwie nicht so unbedingt healthy, so auf die Dauer, glaube ich. Ne? Seiner Meinung nach hat er an nichts Schuld, ist moralisch einwandfrei und ich muss ihm einfach nur komplett vertrauen, weil ich wisse, wer er sei. Nein, du weißt auch, er weiß nicht, wer du bist und du weißt nicht, wer er ist, weil ihr euch nicht seht. Also, das ist einfach. Und ich kann das jetzt auch nicht beurteilen. Also, niemand sollte verbal aggressiv beleidigend sein. Vielleicht hast du ihn auch angetriggert, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen, aber dieses ganze Konstrukt, das ist, wenn du ein Hochhaus aufbaust aus drei, auf drei Styropor stellst, irgendwie so, ne, das funktioniert einfach nicht, ne. Bereits seine Familie und Ex-Freundin hätten ihn übrigens komplett zerstört. Ja, also was in der Vergangenheit passiert ist, weißt du schon mal gar nichts. Also, wird ja immer viel erzählt und was so alles Schlimmes, wer alles Schuld hat an irgendwas, in der also weißt du nicht, du kennst ihn nicht, ne? Es gab auch bei ihnen so einige, wie soll ich mal sagen, psychische Tiefs, sagen wir mal. Ja, vielleicht seid ihr auch beide zu instabil, also es spielt letztlich keine Rolle, es ist kein gutes Konstrukt irgendwie, ne? Mein Bauchgefühl wurde immer unangenehmer und ich ohne wirklichen Grund immer paranoider. Also ich kann dir nur eins sagen, ich kenne dich nicht, ich kenne den Mann nicht. Ich kann nur sagen, die zwei, drei toxischen Beziehungen, in denen ich in meinem Leben war, ist mein Bauchgefühl ist explodiert. Ohne, auch ohne irgendein, also ich meine, es gab genug Gründe, dass da was vorgefallen hätte können, aber ich hatte auch nie Belege dafür, nicht ansatzweise. Und ja, man fragt sich dann, aber ich kann nur sagen, das ist was, was in sicheren Beziehungen nicht passiert irgendwie, ne? Aller Regel nicht passiert. Also das, und ich würde sagen, ich würde das nicht abtun, weil wir alle haben so einen sechsten Sinn irgendwie und natürlich kann das auch mal im Bauchgefühl daneben liegen, will ich es gar nicht sagen, aber ich würde es eher ernst nehmen und zumindest heißt es, dass du jemanden datest, der dir keine Stabilität gibt, ne? Also datest ihn ja noch nicht mal, also. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die werden liebessüchtig zu anderen Menschen, die sie noch nie gedatet haben. Das gibt's alles, ne? Und also, ob das jetzt wirklich ohne Grund ist, das wissen wir nicht. Aber du, klar, du hast keine Fakten. Du kannst mir das, du kannst auch nicht nur aufgrund eines Bauchgefühls kannst du auch nicht auch jemand anders natürlich nicht fertig machen, wenn du keine Belege hast. Also es ist einfach nur, also wir werden das auch nicht klären können, wer hier was gemacht hat, weil es gibt auch in dieser E-Mail gar keinerlei Fakten. Ich kann nur sagen, es ist ein psychisch ganz ungünstiges Konstrukt, was ihr hier fahrt, so, ne?
Ich war plötzlich überzeugt, er aber etwas mit einer Kollegin. Ja, es kann ja auch sein, nur weiß es halt nicht. Ne? Der Bauch zwickte von der ersten Mail an. Das ist typisch in diesen, wie gesagt, also ich sage jetzt mal toxische Beziehung, weil für mich ist, du bist offensichtlich liebessüchtig hier drin und dann ist es toxisch für dich so, ne? Und das geht häufig bei der ersten Mail los. Das vielleicht macht, spielt er auch heiß-kalt, könnte ich mir super gut vorstellen. Man, da gibt es, wie gesagt, wenig Details. Aber eins kann ich ja auch jetzt schon sagen, an dieser Stelle in der E-Mail. Meiner Meinung nach sind toxische Beziehungen nicht zu retten, sollte man möglichst schnell raus. Und wie gesagt, toxisch im Sinne von liebessüchtig, weil man ist ein Junkie und das hört auch nicht auf. So, ne? Das klar, es kommt mal einmal im Jahr kriege ich eine Mail, ja, wir haben beide 100 Jahre Therapie gemacht, wo ich schon denke, warum muss man unbedingt in einer Beziehung sein, wo man zig Jahre an sich arbeiten muss, beide, warum kann man es nicht einfach lassen, irgendwie so, aber gut. Und ja, dann schreiben die aber, ja, jetzt haben wir aber keine Anziehung mehr. Also ihr müsst euch immer wieder klar machen, ich habe da auch mal ein Video zugemacht, ne? Ich glaube, das war so 40.000 Kanalvideo oder so. Dieses Toxische, dieses Dopamin kann nur entstehen bei jemandem, der nicht verfügbar ist. So dieses, ach, was wäre, wenn, ach, was wäre, wenn er jetzt zu mir zieht oder wenn alles toll wird, ne? Also das kann nur entstehen in diesem Fantasiebereich, ne, wo du jemanden nicht hast, in dem Moment, wo du ihn hast. Ich könnte für wetten, wenn er jetzt zu dir ziehen würde, selbst wenn er gar nichts machen würde, wäre ruckzuck, wäre die Attraction weg irgendwie oder es wird hochtoxisch weitergehen. Also es kann nur, dieses Dopaminartig, dieses Suchtartig kann nur leben in kaputten Beziehungen eigentlich so, ne? Deswegen macht es auch keinen Sinn, meiner Ansicht nach da drin zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn man Junkie ist, ne? Da muss man, das ist eine unangenehme Wahrheit, muss man meiner Ansicht nach auf Null gehen, so, wenn man dann soweit ist, ne? So, also der Bauch zwickt doch in der ersten Mail an, er lebt isoliert, in einer, ist ja auch egal, also er lebt irgendwie relativ, wie du meinst, scheinbar armseligen Verhältnissen. Ja, jetzt kommt dein Retter, das nützt aber alles nichts. Du bist liebessüchtig hier, ne? Retterding geht auch häufig mit einher. So. Aber ich habe nicht auf meinen Bauch gehört. Er tat mir leid. Das ist auch. Wahrscheinlich hat die Mami und Papi schon leid getan. Ne? Das ist ja wie bei so vielen hier. Und dann meint man immer, man müsste andere retten, anstatt dass man gleich Leute datet, die einem selber weiterhelfen, so, ne? Es tut mir leid, ich habe so viel mehr an ihm gesehen und er ist auch sehr klug. Ey Leute, ihr habt euch zweimal gesehen vor einem Jahr. Das ist nichts. Das ist nur Fantasie. Du weißt nichts von dem so, ne? Also, ja, ihr habt euch zweimal gesehen, aber das ist wirklich nichts. Was würdest du denn mal jemand sagen, mit dem du zwei Date? Vielleicht sagst du, aber wir haben so viel geschrieben. Meiner Ansicht nach zählt das nicht so, ne? Sorry, wenn ihr mir schreibt, kriegt ihr eine ehrliche Antwort so, ne? Nun hat er mich aufgrund meiner Vorwürfe endgültig geblockt. Das wird so sicher nicht endgültig sein, wie das arme. Also ich bin sehr sicher, dass er sich wieder melden würde, aber ich denke, du solltest das lassen, wirklich. Und wenn nicht, umso besser für dich, kann ich nur sagen, weil klar, jetzt hat er dich geblockt und das beendet und jetzt geht dein inneres Kind durch die Decke. Ja, aber das macht das Ganze nicht besser hier, ne? Mir geht es seitdem nicht gut. Ich flehe, heule, fühle mich ganz schlecht und voller Schuld, dass ich die Beziehung alleine kaputt gemacht habe. Wie soll das sein? Wie soll das sein, wenn du ihr schreibst, er wurde blockt dich ständig, wurde verbal aggressiv und beleidigend? Ja, vielleicht hast du dich auch nicht gut verhalten, weiß ich nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle, weil du suchst jetzt hier nach, wer hat was gemacht. Während ich nur gucke, ist da jemand liebessüchtig? Ja, es bist, also entnehme ich dem hier mal so. Natürlich kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich schreibe es wie jemand, der akut liebessüchtig ist, sage ich mal so. Auch wie es dir so geht, das ist halt dieser krasse Liebeskummer. Ja, mehr brauche ich nicht wissen, dass ich weiß, das ist nicht konstruktiv. Könnt ihr natürlich wieder. Ja, irgendwie, wirst immer irgendjemand finden, der sagt, gib ihm noch eine Chance, sei ganz lieb, sei ganz nett. Wenn ihr mir schreibt, kriegt ihr eine Antwort. Meine Antwort ist,
Liebessucht, krasse Liebessucht, abhaken. Das war's. Aber da muss man hinkommen, war bei mir auch ein langer Weg und alles gut, ne? Aber ja, dir geht's so schlecht, nicht weil die Beziehung so toll war oder weil der Typ so toll ist, sondern aufgrund dieses Konstrukts dieser Beziehung und weil er wahrscheinlich auch, was du ja gar nicht schreibst, aber ich könnte wetten, dass er auch viel Hot and Cold gespielt hat. Und ja, vielleicht hast du auch wie viele die Fassung verloren in dieser ist ja keine Beziehung, in diesem virtuellen Kontakt hast du auch vielleicht du die Fassung verloren. Ja, man verliert in solchen Beziehungen die Fassung. Klar, muss man für sich selber Verantwortung übernehmen, aber das ändert nichts an, das ist dran, dass es einfach Zeitverschwendung ist, ne? Also sicherlich wird dich das Ganze jetzt irgendwo auf einer höheren Ebene, das ist vielleicht keine Zeitverschwendung, weil es einen weiterbringt, aber ich denke, den Schritt solltest du jetzt auch machen, ne? Natürlich ist mir klar, dass dein Mangel an Drive und die fehlende Verantwortlichkeit nicht an mir liegen. Oder Zuverlässigkeit, meinst du, glaube ich. Aber er wollte zu mir ziehen. Er hat er aber nicht. Ihr habt mich zweimal gesehen. Ich, wie gesagt, immer wenn ihr in diesen Fantasiebeziehungen seid, müsst ihr Fakten, Fakten, Fakten. Ihr habt euch fucking zweimal gesehen. Es ist nichts. Ihr habt euch seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Das ist nichts. Wie soll denn jemand zu dir ziehen, der dich noch nicht mal datet? Das wird nicht passieren. So, ne? Und wie gesagt, ich hoffe noch nicht, dass es noch womöglich... wie gesagt, fehlen die Details hier, andere Interessen gibt. Manchmal gibt es auch wirtschaftliche Interessen, wo man nach unbedingt hat. Ich will es, hab's einfach auch schon so oft erlebt. Also ist halt wie es ist, ne? Und war offen wie ein Buch. Ja, scheinbar ja nicht. Also, wenn, ich kann euch sagen, wenn ihr jemand Bindungssicheren an eurer Seite hat, den ihr auch real seht, werde ich euch nicht so fühlen, so, ne? Wie gesagt, ich kann das jetzt, ich kann jetzt keinen Stab über ihn brechen, weil ich kenne ihn nicht. Schreibst du hast ihm nichts, wie solltest du ihm auch irgendwas rausgefunden über ihn, wo er gelogen hat? Aber mir persönlich reicht so ein beschissenes Bauchgefühl. Mehr braucht man eigentlich nicht wissen, ne? Immer verfügbar, sagte er, würde mich niemals jemanden belügen oder betrügen. Ja, das mag alles sein. Also, es mag ja sein, dass er den ganzen Tag in seiner Wohnung hockt und schreibt hier. Aber was ist das für ein Leben, ey? Also, weiß ich nicht. Du bist doch nicht seine Mami oder ich weiß, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, vielleicht war er immer verfügbar. Vielleicht heißt das, er hat dich nie betrogen. Vielleicht ist das unbegründet. Aber es spielt letztlich keine Rolle. Es tut dir einfach nicht gut, irgendwie, ne? Und vielleicht tust du ihm auch nicht gut, so weiß ich nicht, ne? Aber das spielt keine Rolle, jetzt musst du erstmal an dich denken. So, ne? Jetzt sitze ich hier und denke, ich hätte die Liebe meines Lebens vergrault. Also ich will jetzt gar nicht den Kopf schütteln, weil ich weiß, wie man zu solchen Gedanken kommt. Und von außen, das war damals bei mir auch so, ich sag mal, was hast du denn mit der? Also was du da in dem siehst, das werden andere nicht sehen. Aber leider ist es auch häufig nicht die Realität, was du da siehst, ne? Sondern... ich weiß gar nicht, was ich auch noch zu sagen soll. Das ist nichts. Ihr hattet zwei Dates 2022. Lass es los. Wirklich. Lass zu, dass was Besseres in dein Leben kommt. Das ist, was du da siehst, das ist eine Fantasie. So. Und die wird, wenn die bis jetzt, ich will da gar nicht sagen, also vielleicht hätte die, ich glaube, sie hätte sich nie realisieren können. Aber selbst wenn, dann wäre es schon längst eingetreten. Das ist wie Menschen, die sich verlieben in Menschen, die im Knast sitzen. Das ist ja alles toll, wenn die den schreiben und wunderbar. Und dann verlieben sie sich und dann kommen sie raus und dann sind sie sogar verfügbar und sagen sogar, hier bin ich, kann ich jetzt bei dir einziehen? Und dann ist der Vibe weg. Dann ist auf einmal, ach nee, das, weil diese Grundstruktur nicht mehr da ist, also dieses ganze Dopamin oder was auch immer an Stoffen da in eurem Kopf entsteht. Es entsteht nur, wenn man den anderen nicht haben kann. Wenn man ihn haben kann, ist das vorbei. Deswegen machen toxische Beziehungen einfach keinen Sinn. Ihr könnt diese Sucht nicht fortführen. Das geht, selbst wenn der andere verfügbar wird, ist das Dopamin weg. Ne? Ich bin eine gebildete, erfolgreiche Frau. Ja, das kann jedem passieren. Also, er hat mir anfangs nicht mehr optisch gefallen. Also, wenn ihr wüsstet, was mir Leute erzählen, wen sie gedatet haben, zu dem sie liebessüchtig waren, wo sie denken, what the fuck, der, weiß ich nicht, hatte nicht mal Zähne im Mund oder ich weiß nicht was. Wer was nicht selber erlebt hat, kann man es nicht
erklären. Also ich verstehe dich da komplett so, ne? Ich habe ja einige Verehrer, trotzdem leide ich wie ein Hund und ja, es fällt mir alles sehr schwer. Ja, wie gesagt, wenn es einem richtig schlecht geht, sollte man sich natürlich, sage ich einmal wieder, hast du ja scheinbar auch schon gemacht, ja, professionelle Hilfe suchen vor Ort, weil ich weiß, also Liebeskummer kann einfach echt ein Arschloch sein, und aber der ist ja zeitlich begrenzt, ne? Trotzdem muss man da nicht immer alleine durch und genau, ich kann ja auch immer wieder diese Gruppen empfehlen, aber Gott, wer macht das heute noch, diese SLAA-Gruppen und diese ganzen Sachen. Aber ja, das nur so ganz allgemein, ich kenne deine Sachen jetzt ja auch nicht genau und wie gesagt, ich wollte es nochmal sagen, scheut nicht, euch Hilfe vor Ort zu suchen und ja, und die Verehrer nutzen, also Nothing Beats the Fantasy, solange du da, du lässt ja nicht los, ne? Also auch wenn er dich geblockt hat. Und der wird dich schon wieder entblocken, blöderweise. Vielleicht auch nicht. Ich wünsche dir, dass es nicht macht, ganz ehrlich. Die Verehrer haben keine Chance, solange du addicted bist zu dieser anderen Person. Deswegen mach gern unterstützend auch die Kurse, lass dir vor Ort helfen. Aber ich kann dir nur einen Rat geben. Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen. Geh von dir. Ich würde dir raten, block du ihn auf allen Kanälen. Mach diesem Kram echt ein Ende, weil diese Beziehung macht dich fertig. Ne? Mach die fucking Kurse, kauf mein fucking Buch, arbeitet an euch, nutzt es da für sich wirklich günstig bei mir, und ich werde wahrscheinlich die Preise auch dieses Jahr wieder erhöhen müssen, weil das einfach alles so fucking teuer wird. Also wirklich, nutzt es. Sag immer, für einen Gegenwert von ein paar Pizzas kriegt ihr wirklich fundierte Informationen, und wenn euch noch für meine Ausbildung interessiert, melde ich auch gerne bei mir, geht bald los, und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.